Also wir sind die Matura-Projektgruppe Together und unsere Idee war es eben, ein osttirolweites Spendenprojekt aufzuziehen, das nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern wirklich jeden am Projekt teilhaben lässt. Wir haben uns in Ederhof als Spendenempfänger ausgesucht, weil es der perfekte Erholungsort für Familien und deren rehabilitierenden Kinder ist. Wir haben gemeinsam mit den Kindern Bilder angefertigt, die eben darauf folgend auf Schokoladenverpackungen gedruckt werden. Die Schokoladen beziehen wir von Bichler Schokoladen in Zilian. Uns war ihm wichtig, dass wir regionale Partner für unser Projekt gewinnen können. Und da hat der Bichler ihm perfekt gepasst, da er eben faire und handgeschöpfte Schokoladen produziert. Uns war ihm bewusst, dass wir jetzt in der 4. Klasse der HAK ein Matura-Projekt machen müssen. Und diesbezüglich war es eigentlich von Anfang an klar, dass wir wirklich was bewirken wollen und dass wir auch versuchen wollen, das Gemeinwohl etwas zu steigern. Und deswegen ist uns eben die Idee gekommen, dass wir ein Spendenprojekt auf die Beine stellen wollen. Und somit haben wir uns eigentlich einmal zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir so ein Projekt umsetzen, das dann wirklich auch jeden am Projekt teilhaben lässt. Dann sind wir eben auf die Idee gekommen, dass wir wie Kinder Zeichnungen anfertigen wollen. Und genau das hat eigentlich perfekt auf den Ederhof am Isersberg gepasst, weil eben dort organtransplantierte und rehabilitierende Kinder untergebracht sind. Und deswegen war es auch perfekt eigentlich, dass wir die Zeichnungen mit diesen Kindern angefertigt haben, weil ja im Endeffekt die Spenden wieder genau an diese Institution zurückfließen. Und somit genau die Kinder, die eigentlich für uns die Zeichnungen gebracht haben, wieder davon profitieren. Jeder, der uns bei unseren Projekten helfen will, findet die Kontaktdaten sowie die ganzen Vertriebspartner auf unserer Homepage.